Tag. Und wir haben hier ein tolles Publikum in Hamburg und an meiner Seite einen tollen Gast. Herzlich willkommen, hier ist Mary Roos. Liebe Mary, du bist zum zweiten Mal hier, diesmal an meiner Seite. Ja, und ich habe schon gesehen, was ich alles machen muss. Das muss ich alles machen. Das war bei Horst viel einfacher, Leute. Jetzt hör auf damit. Da musste ich einfach nur was reinschütten. Wie fühlst du dich überhaupt? Noch gut. Noch gut. Dann sag bitte, was dazu beitragen soll, dass du dich noch besser fühlst. Dass du nett bist zu mir, dass du mir hilfst. Dass du das kochst. Ja, du. Ich probiere es, oder? Wie heißt das? Das ist eine Zitronentart. Abgeflammt. Abgeflammte Zitronen. Von Mary Roos zum ersten Mal. Darf ich was dazu sagen? Ja. Am meisten freue ich mich auf den Bunsenbrenner. Das wird nämlich mit einem Bunsenbrenner abgebrannt. Und das habe ich noch nie gemacht. Okay. Und deswegen habe ich mir auch eine Schürze angezogen und du solltest ein bisschen weiter weggehen. Das mache ich alles, aber erstmal darf ich den Zuschauern noch sagen, was es bei mir gibt. Es gibt Lammfilet im Kartoffelmantel und dazu ein Ragout aus frischen Artischocken und Bohnen. So. Und weißt du, Mary, wenn man zwei solche Gerichte zum Essen kocht, dann kann man eigentlich auch zwei Menschen auf der anderen Seite damit verwöhnen, hoffentlich. Aha. Ich glaube, ihr sprecht von uns. Die sprechen von uns. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Lava Lichter Lecker. Und ich habe sie an meiner Seite nach 5 Jahren, Hella von Sinnen. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. 5 Jahre habe ich versucht, sie zu überreden, hier hinzukommen. Ja. Weil ja. Sie ist eine begnadete Köchin. Sie geht mit dem Gemüse um, dass es noch nachwächst auf dem Teller. Ich habe Salate von dir gesehen, die wirklich noch nachgewachsen sind, weil sie sich so gefreut haben. Boah, liebe Nation, der Mann kann lügen. Ich kann wirklich, aber wirklich nichts. Mir fehlen alle Grundkenntnisse vom Kochen. Ich kann keine Soßen machen, ich kann kein Fleisch braten, ich tue es auch nicht. Hella. Ich lebe zu Hause in Köln ausschließlich von Bringdiensten. Hella, nenn mich Bring. Hella wird versuchen, heute wunderbare Miesmuscheln zu zelebrieren mit selbstgemachter Kräuterbutter, womit diese Miesmuscheln nachher noch wunderschön gratiniert werden im Backofen. Und wir freuen uns drauf. Es wird toll. Und ich, aus lauter Freude, dass sie bei mir ist, meine Hella, habe ich mir gedacht, bringe ich ihr die Heimat nahe. Wir hier im fremden Hamburg machen jetzt mal richtig lecker Reibekuchen, Himmel und Erde. Ja! Bevor wir starten, muss ich es einfach tun. Ja. Weil so wie der Himmel zur Erde gehört, so wie der Mond morgens sein Zepter abgibt an die Morgensonne, so möchte ich ihn jetzt begrüßen. Mein Idol, Johann. Hallo, Johann. Grüß dich. So. Du siehst, ich bin schon mittendrin. Das ist das erste Mal, dass der feine Pinkel mich mit Handschuhen begrüßt. Johann, was machst du da? Ich mache Artischocken frische und zwar, wenn man die anfasst, ist alles bitter. Deswegen nehme ich Handschuhe. Was ist bitter? Alles gut. Aber das ist doch immer lecker. Das tunke ich doch in Restaurants in Aioli. Das ist doch lecker. Das kannst du alles von mir haben. Komm, Nein. Das ist so, dass man wirklich, das muss man kochen, aber wir brauchen nur den Boden. Wir nehmen nur den Artischockenboden. Was machst du mit den Resten, Johann? Den Resten tun wir weg. Aber die können wir doch wegtun für Hella, weil sie einfach die nachher dann separat machen. Ich back sie ein und kann es mit nach Hause nehmen. Wir werden die dann zelebrieren noch. Guck mal, also nur den Boden. Das heißt, du schneidest diese wunderbaren Blätter komplett weg, ja. Schälst alles ab. Ja, und jetzt siehst du, da hinten, das sind zum Beispiel solche Haare, die du früher mal auf dem Kopf hattest. Guck mal, hier so Barthaare. Ja? So. Merkst du was? Nein. Ich habe immer das Gefühl, ich werde gemobbt. Gibt es hier in der Sendung einen Notar, der anruft? Nein, ich habe aber einen Telefonjoker, falls ich mit meinen Rezepten nicht klarkomme. Sehr schön. So, Hella, wir fangen mal ganz kurz an. Ich bin sehr aufgeregt. Ganz kurz zeige ich dir Kräuterbutter. Wunderbare Zimmertemperaturbutter. Davon nimmst du 3/4. Fein gehackten Knoblauch. Ja. Wunderbare Schalöttchen in feinste Würfelchen gehackt. Frische Kräuterchen. Woraus besteht die Kräutermischung? Dill? Dill. Petersilie, Schnittlauch, dann habe ich hier noch ein bisschen Oregano. Und dann tust du noch ein bisschen Zitronenschale rein. Ich möchte keine Zitronenschale da rein tun. Ich finde Zitronenschale total eklig.
Da macht Saft rein. Ja, dann mache ich lieber Saft rein. Und dann knetest du das. Wieso findest du das eigentlich ekelig? Ja, von den berühmten Kollegen, Zitrone und Knoblauch heben sich auf. Magst du ein bisschen Knoblauch dazu? Ja, Knoblauch habe ich doch schon hier en masse. Ist auch drin, Johann, Schatz. Du musst auch zuhören. So, ich werde in der Zwischenzeit mal Kartoffelchen reiben. Die Kräuterbutter muss ich nicht erhitzen, Johann. Das sehe ich richtig, ja? Das wird schön kalt bleiben. Wieso fragst du, ich bin doch hier. Ja, ich habe Johann gesagt. Ja. Magst du lieber Johann oder magst du lieber mich? So dürft ihr mich hier nicht quälen. Ich kenne dich besser als Johann. Ich habe mit Johann, glaube ich, einmal ein paar alte Würstchen gegrillt auf einem anderen Sender. Wie kommst du jetzt auf... War es nicht eine Würstchen-Grillsendung, die wir eine Grillsendung machen? Genau. Jetzt sag mal, wer gewonnen hat. Du! Ja! Und war es nicht sogar einer deiner allerersten Fernsehauftritte? Ja. Dir ging der Arsch auf Grundeis, ja, weil du nur mit der Haute-Volaute der Köche da standst. Und du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Sie waren nicht dabei. Nein, ich war nicht dabei. Nee, sonst hätte ich ja nicht gewonnen. Stimmt. Stimmt. Nein, aber ich war damals scheiße nervös. Ich vergesse in meinem Leben nicht. Da bin ich wiederentdeckt worden. Aus dem tiefsten Sumpf der Unbekanntheit hat man mich rausgerissen bei einem großen Grillwettbewerb. Es war ein Träumchen. Du warst dabei. Ich weiß doch, ich habe ja so einen einfachen Job gehabt mit Heinz Hönig. Weißt du noch, mitten in der Live-Sendung sagte der auf einmal, nachdem er 3 Flaschen Alkohol probiert hatte und sich eine Zigarette anmachte, wo ich meinte, das geht nicht in der Live-Sendung, da sagte er nur zu mir, Horst, weißt du eigentlich, wie lange die Scheiße hier noch dauert? Ja. Wie soll ich all den Knoblauch nehmen oder nur einen Teil davon? Nimm die Hälfte. Also, erstmal muss man sagen, dass Merle für die Zitronendörtchen hier Mürbteig ausrollt und in die Form legt. Und das muss man mal zeigen jetzt hier. Besser geht's nicht. Ja? Ja, guck mal. Ja, ich bin dabei. Ja. Du das darfst, ist der Anfang, Leute. Aber die Mary hat von mir gelernt mit der Zitrone. Sag mal, Mary, wo kommt eigentlich der Teig her? Wann hast du den gemacht? Der lag schon da. Da bin ich ehrlich. Ja, bin ich eine Hexe? Es kann ich das? Wird ja alles hier live gemacht, meine Damen und Herren. Ja, aber du, in mach 45 du das mal hier. Minuten. Ich habe es schon mal erwähnt im vergangenen Jahr. Mein Johann schafft es tatsächlich, kurz vor der Sendung mit einem Lötkolben diese wunderbaren Herdplatten selber ans Laufen zu bringen. Es wird hier alles selber gemacht. Ne, Johann? Aber Horst. Ja, Johann? In meiner Küche muss ein Mürbteig etwas ruhen. Ja, ich lasse den ja auch ein paar Minuten in Ruhe. Ja. Nein, das stimmt schon. Das müssen wir vielleicht noch mal erklären, weil die Frage kommt ja immer wieder mal. Ja, mein Mürbteig muss mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen, damit sich das alles entspannen kann, sonst wird der Teig nichts, sonst zerfällt er nachher. Und das muss man einfach, das ist aber ein ganz einfacher Teig. Einfach Mehl, Zucker und Butter, etwas Zitronenschale, etwas Salz. Aber Johann, jetzt wo du das sagst, verstehe ich auch, warum du immer so eine Stunde vor der Sendung im Kühlschrank sitzt. Deswegen ist der Lafer so entspannt. Na, ich mache es ja kurz. Ich gehe 5 Minuten in die Tiefkühltruhe zum Schockfrosten und dann bin ich ruhig. Ich möchte mal ganz kurz darüber sprechen, dass ich ja wirklich nicht koche. Aber manchmal mache ich zu Hause Kräuterbutter selber. Ehrlich? Aber ich mache das nur mit... Ja. Oi. Dankeschön, ja. Nimmst du da eigentlich Zitronenschale dann? Auf keinen Fall Zitronenschale. Ich verstehe, jetzt mal ohne Quatsch, man sieht ja zwischendurch immer mal wieder eine Kochsendung. Es gibt ja auch Menschen, die Apfelsinenschalen irgendwo reinreiben. Was soll das? Orangenhaut meinst du? Ja. Nein, aber was soll das, wenn man an so einer Zitrone... Das riecht doch auch schon so komisch und die sind doch auch alle behandelt. Das ist doch bestimmt reines Gift. Was man sich irgendwo reinreibt. Das ist aber so trendig, weißt du. Früher hat man ja nur das Innere genommen. Ja. Guck mal hier, genau wie Zitronengras. Heute kloppen die ja Zitronengras in Essen rein. Weißt du noch, in den 70er waren das Räucherstäbchen. So war's. Ja. Da war ich dabei. Da war ich dabei. Ja. Aber jetzt ohne Quatsch, Zitronengras, gib mir einen. Also ich gehe ja gerne auch fremdländisch essen. Und der Thailänder. Da hast du aber gerade noch die Kurve gekriegt. Nee, fremdländisch. Ja, nein, weil es ist ja nicht nur der Thailänder, auch gerne mal der Indonesier oder auch der Vietnamese. Die kochen ja sehr gerne mal mit Zitronengras. Und bei Zitronengras verweigere ich auch die Aufnahme. Vor allen Dingen kriegst du das Zeug ja gar nicht so richtig hin. Johann ist ja so alt, der hat das früher sogar noch geraucht. Ja, ja. Johann, ja? Darf ich dir mal fragen, was Heller von Sinnen überhaupt ist? Was ich überhaupt esse? Außer Kräuterbutter. Alles von dem Herrn bringen.
Also ich persönlich bin ein Fan des Bitterchens. Ah, ich liebe auch Butterbrote. Butterbrote und ich, das ist eine langjährige Freundschaft. Ich esse sehr gerne Brote. Meine Frau macht auch die schönsten Brote der Welt. Und das simpelste Essen, was mir immer am besten schmeckt, ist Kartoffeln mit Spiegelei und dazu vielleicht ein bisschen Spinat oder auch rote Beete. Aus dem Nella. Nee, dazu dann kein Butterbrot. Aber meine Frau, also wenn ihr meine Frau hier zu Besuch hättet, die kann die Dinge anrichten, du weinst vor Glück. Ich sag ehrlich? Ja, das ist wie für so einen Food-Katalog. Ja. Die hat es total drauf. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja, sehr gerne. Ich meine, es ist jetzt nichts Wildes, es hat auch nichts zur Sendung zu tun. Ja. Aber vielleicht, bevor ich umkippe, hat die Redaktion vielleicht ein Pflaster? Oh, du hast es geschnitten, womit, warum? Bei der Kartoffel rein. Bei der letzten Kartoffel. Da, guck. Oh. Wo ist ein Pflaster? Gibt's hier Schubladen mit Pflaster? Ja. Mary, kaum bist du in meiner Sendung nicht bei mir passiert. Ja, siehst du? Ja. Gibt's hier eine Schublade mit einem Pflasterchen? Wir hätten uns keine Schürze anziehen sollen. Haben Sie ein Pflaster dabei? Oh, Sie sind ein Schatz. Haben Sie das immer dabei oder wussten Sie, der macht sich heute kaputt? Super, ihr habt die aufmerksamsten Fans. Ja. Da kann man wirklich nicht meckern. Schatzelein. Aua, 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 du Armer. Das ist jetzt weniger wegen Aua, sondern vielmehr wegen dem Geschmack bei der Blutwurst. Naja. Natürlich. Wobei, zur Blutwurst würde es ja schon wieder passen. Das? Und meine Gattin sagt heute noch, pass auf, dass du dich nicht mit der Kartoffelreibe verletzt. Zum Glück war es nicht meine Aufgabe. Die hätte mit mir reden sollen. So, das zweite Pflaster noch mal. Herzlichen Dank an die Dame. Ja, warte mal. Das machen wir mal hier als Ersatzintensivstation. Ja, aber das klebt nicht. Es klebt nicht. Sie haben das seit 20 Jahren in Ihrer Handtasche. Ah, Sie haben noch mal neu. Oh, guck mal hier, Handschüchen. Nimmst du Handschüchen? Erst noch mal ein das Pflaster. Das klebt genauso wenig. Die Verpackung fleddert sich ja hier schon, Wolf, Schatz. Ha. Das klebt auch nicht, ich bin sicher. Aber weißt du, warum ich mich jetzt geschnitten habe? Nee, verlauter. Guck dir mal die Hostess an. Ist das eine Hostess? Ja. Die bringt mir immer Handschuhe dann. Ja, das ist für mich auch lecker. Ja. Dankeschön. Kann man hier Müll reintun? So, hier, ja. Und wenn ja, wie? Ah, okay. So, jetzt kann ich wieder arbeiten. Mein Gott, ich bin so selten in Küchen, ich weiß noch nicht mal, wie man Mülleimer öffnet. Es ist peinlich. Es ist ein bisschen peinlich. Aber die geht auch, oder? Aber weißt du, was schön ist? Nee. Du hast ihn als solchen erkannt. So? Ja. Ich hatte schon Gäste hier, die wollten daran Musik machen. Oder als Feuerlöscher. Sag mal, ganz kurze Frage. Wann weiß ich denn jetzt, dass das hast lecker ist? Hast du Salz, Pfeffer dran? Salz und Pfeffer habe ich nicht dran. Hier steht bei mir eine Salz-Pfeffermühle, wenn du die mal nehmen würdest. Hast du gesagt, eine Salz-Pfeffer? Ach, beides. Ja, sehr beides. Schön. So, ich schneide jetzt hier die Artischockenböden in so kleine Tortenstücke. Die sind übrigens sehr, sehr gesund. Das ist eines der gesundesten Gemüsesorten überhaupt, Artischocken. Und die werden jetzt ganz langsam dann in Olivenöl erstmal angebraten. Und Mary, auf, da schneidet man du, sich ich dran. Nicht. Nee. Und Mary macht jetzt die Zitronencreme für die Tartlets. Man kann kurz mal die Tartlets zeigen. Wir haben die jetzt hier, also sie hat sie ausgelegt, dann eingestochen mit Erbsen beschwert und Backpapier. Und die werden jetzt sogenannten blind gebacken. Das heißt, die dürfen nicht aufgehen, damit nachher die Zitronencreme eingefüllt wird. Ja, da oben drauf liegen so getrocknete Erbsen hier. Ja, das habe ich nicht gewusst. Hast nicht gewusst? Nee, ich habe erst gedacht, das ist ein Gag von Horst. Nein, weißt du, bei großen Torten setzt sich der Horst mal so selber drauf, aber jetzt haben wir mal Erbsen genommen. Ja, jetzt machen wir Zitronencreme, indem wir abgeriebene Zitronen, 120 ml Saft und alle drei müssen abgerieben werden. Ja, genau, und den Zucker. Ja, den kannst du einmal aufkochen und dann wird die Zitronencreme mit Stärkemehl und Weißwein gebunden. Ja. Ist das schon die Speisestärke, ist die schon abgewogen? Was ist abgewogen? Die Speisestärke. Nee, die muss man aber genau abgucken, ob das dann passt. Und bei der Hella bitte ganz viel Zitronenschale nehmen. Ja. Merkst du's? Ja, ich merke das. Ja. So, jetzt tun wir erstmal. Herr Lafer, haben Sie eigentlich prinzipiell etwas gegen Rheinländer? Nein. Eigentlich nicht, oder? Also, wenn Sie so fragen, ja. Hella, bleib bei mir. Komm. Ich gehe jetzt zu der Dame mit dem Pflaster. Hast du noch ein Pflaster für die Seele? Für die Seele. Ja.
Hella, ich bin doch bei dir. Ja, das ist auch gut so. Jetzt mal unter uns. Die Pflaster waren schon seit 5 Jahren in der Hand. Ja, uralt. Moment. Ich bin gleich, schlage ich hier lang. Ich habe doch gesagt, ich habe nur was gegen Rheinländer. Aber nicht gegen Rheinländerinnen. Genau. Was trinkst du? Ja. Mary. Das ging gegen mich, Mary. Ja, wieso? Ich bin doch auch Rheinländerin. Du bist auch Rheinländerin. Aber du bist ein Rheinländer. Ich habe Mary letztens mal gesagt, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, dann würden wir 2 durchbrennen, ne, Mary? Ich würde das auch jetzt machen. Da hätte ich mal kein Problem mit. Ne? Ah. Warte. Ja. Kräutermutter durch, jetzt werden wir mal anfangen zu kochen mit den Muscheln. Und zwar machst du die ganz kurz, die Dinge, die ich nicht mehr brauche, soll ich die entsorgen hier? Ja, oder? Pass mal auf, aber ich habe da noch eine ganz tolle Idee für dich. Die Butter jetzt da rein. Da kannst du auch den Knoblauch, die Zwiebeln, die Reste alle mit rein. Alle Reste, Diese Reste, außer die Kräuter. Okay. Dann hier die feingehackten Zwiebeln. Und das alles Curry. Von den Zwiebeln? Also alle, alles rein. Weil hier habe ich nicht alles genommen, weil mir war das ein bisschen zu stark dosiert für so wenig Butter. Ja. Ich musste jetzt lachen, weil du bist doch der Butterkönig. Hättest du jetzt gesagt, Hoch, soll ich mehr Butter nehmen? Ich hätte gesagt, ja. Ja. Ja? Aber ich sage ja auch schon, seitdem ich irgendwie essen kann, und es ist schon sehr lange, mit Butter und Salz schmeckt mir persönlich wirklich alles. Ja, ne? Butter, also ohne Salz Butter. Und Knoblauch. Ich kann alles essen, sogar Gemüse. Ich glaube sogar, dass ich früher im Leben mal ein Inder war. Ein Inder? Ja, weil bei denen sind ja die Kühe heilig. Ah. Ja, ich habe ja auch mit der Menge Butter und Sahne, die ich schon verarbeitet habe, glaube ich, die Patenschaft für jede zweite in Deutschland geborene Kuh am Arsch. Verstehe. Na? Ist das nicht zu hoch? Nee, nein, das darf ruhig mal heiß sein, weil jetzt kommt ja alles dazu. Pass auf, weil jetzt, das ist ja richtig ein Kochprozess und du siehst mich ratlos. Hella. Soll ich jetzt, ja? Haben Sie ein bisschen Zeit? Nee, ich muss hier Muscheln machen. Hella ist jetzt richtig im Brass. Alles rein. Das hätte ich jetzt gefragt. Okay. Alles rein. Ja, dann lass mich das doch heimlich machen, sonst sehe ich so sehr. Horst, kannst und du alles rein. Horst, kannst du mir ein bisschen helfen, wie man ein Lammfilet steif macht? Nochmal, entschuldige, ich habe nicht gehört. Ich hätte nicht gedacht, dass du den Mut aufbringst, das in einer Sendung live zu fragen. Ich habe akustisch nicht gehört, was hat er gesagt? Ich dachte schon gerade, wir hätten Feierabend und wären im Hotel. Er hat gerade gefragt, ob ich helfen kann, sein Lammfilet steif zu machen. Dazu sage ich jetzt nichts. Horst, Johann, komm jetzt, hilf mal bitte. Ja, und wenn wir der Reibekuchen nicht fertig werden. Das ist ein Filet, so, da ist die Kartoffel hier. Ach du Heiliges. Guck mal hier, das sind ja so neue Technologien. Hella, komm her, bitte. Nein, ich kann nicht hier kommen. Ich habe so furchtbare Angst, dass mir hier irgendwas anbrennt, Hotte. Was war denn mit dem alten Wein? Wann soll der denn da rein? Wenn die Muscheln dabei sind. Oh. Ja, aber dann, ich glaube, dass diese Herdplatte, die ich übrigens nicht erkennen kann, dass die überhaupt Hitze hat, aber es ist so heiß, dass ich weinen könnte. Ich habe Angst, dass mir das hier irgendwie anbrennt, Kinder. Was? Ja, rühren. Was? Ja, rühren. Und da soll ich Nudeln und mit Fleisch wickeln. Na toll. Mary? Gehst du mal gerade Hella helfen? Was macht die denn? Ich hab so viel hier um die Ohren. Mary hat genug um die Ohren. Du, ich hab so viel Wein. Du sollst das mal aufkochen hier. Das ja, wartet doch mal. Ich bin da noch nicht so weit. So, Johann, ich habe ein Lamm habe ich hier reingewickelt. Oh. Ich finde übrigens, Respekt, ich kann euch mit den Lämmern nicht helfen, weil ich mich weigere, Babys zu essen. Und ich möchte sie auch nicht behandeln. Ich esse keine Kälbchen und keine Lämmchen und keine Ferkelchen. Aber es gibt doch Kartoffelpuffer, Schatz. Und was ist mit Cornichons? Cornichons sind Gürkchen. Baby-Gürkchen. So, ich hab den Wein da reingetan. Jetzt bräuchte ich mal so ein Quirl oder so. Weißt du, wenn man die pflückt, dann hört man schon, wie sie quietschen. Kleine Baby-Cornichons. Nee. Zeig mal, die Muscheln da rein. Ja, danke, dass du es getan hast. Ja, das sind auch Muscheln, die leben noch. Nee. Doch, jetzt nicht mehr. Deswegen kocht man ja Muscheln auch mit Wein. Ja, ja. Speisestärke. Aber es sind alte, ganz alte Muscheln. Sag mal, aber dieser Wein, der riecht aber döllig. Ja, ja. Der riecht so wie früher, so Frascati auf der Mauer vorm Jugendzentrum.
Da hast du aber nicht Spitzenwein für die Muscheln gekauft. Nee, ich hab den bei Johann aus dem Keller. Das war ein uralter. Der musste weg. Das war ein 53er Chateau de Trottoir. So, jetzt machen wir einfach mal einen Deckel drauf. Ah, okay. So. Jetzt lassen wir die mal aufkochen. So, jetzt kann ich helfen, Mary. Hast du was für mich? Eier trennen. Eier trennen? Ja, das möchte ich sehen von dir. Ja. Und zwar. Weißt du, wie das geht? Ja. Ich kann das gut. Ich wollte das noch mal ja, sagen. Du, ja, das möchte ich sehen. Weißt du, wie das geht? Ich kann das gut. Mach es. Mach es. Nein, ich möchte, dass ihr die Eier trennt. Halt, Die Eier trennt nur mit einer Hand. Mit einer Hand kann ich das. Komm, ich bin froh, dass Habt ihr genug Eier? Das müssen wir auf ein anderes Reservoir zurückgreifen, hier, Jungs. Mache ich das nicht. Wir brauchen ganz sauberes Eiweiß, gell? Hella, bitte mach du es, komm. Ja, das kann sie gleich machen, wenn ich meins hab, weil ich muss ja hier arbeiten. Nee, die Hella kann das so schön. Ehrlich gesagt möchte ich es gar nicht machen. Hella, ich stehe hier herrlich dekorativ. Möchten wir, dass Hella das macht? Nein. Wir wollen es. Hella, bitte, komm, zeig einmal. Aber nicht einmal. Mit einer Hand, das ist Sauerei. Ich mach's doch auch nicht mit einer Hand. Na eben. Guck mal hier, mehr herrlich, geht nicht, oder? Mehr geht nicht. Und wo tust du jetzt das Eigelb hin? Schmeiß ich nach hinten. Okay. So. Hella, guck mal hier bei der Arbeit. Guck mal, Johann. Und jetzt guck mal, wie schön sie das macht. Aber ich brauch doch nur eins. Nee, du brauchst drei. Oh. So! Das wär's jetzt noch gewesen. Hella, die Eierschale würde ich gerne bitte raushaben. Ja, ich auch. Ich finde, du bist eine gute Freundin. Ja, echt wahr. Ich danke dir herzlich. Oh. Ich koche mir hier einen Wolf, der seht ihr nur eins. Nee, du, eher noch nicht mal du. So, die Eierschale ist draußen, Herr Lafer. Hast du gut gemacht. Man, darf ich den Hahnentritt auch noch rausfischen? Soll ich dir einen Strohhalm geben? Da brauche ich einen Löffel. Ja. Also, das ist eine lustige Runde. Ja, ich würde sagen, darauf Champagner. Ich werde euch nicht überraschen. Ich habe das noch nicht drin hier. Rein damit. Hella, Schatz, komm hier. Hier bei der Arbeit. Mann, oh Mann. Da bin ich so betrunken, wenn ich ein Glas sehe. Was ist das, Schatz? Die Norddeutschen sagen dazu Kölsch. Champagner. Ich wende. Soll ich jetzt trinken oder was? Moment, nee, ich wende nur mal ganz kurz. Lass sie bitte nicht zu braun werden. Ich mag Reibekuchen nicht, wenn sie zu braun sind. Dann. Also das ist genau die richtige Farbe, diese hier oben. Wenn die zu braun sind, machen wir mal Zitronenschale rein. Komm, Ex und Hopp. Mary. Komm her, Mary. Ich hab doch am meisten zu tun hier, Leute. Ich bin da völlig fertig. Mary. Oh. Auf die Liebe, auf die Freundschaft, auf die Musik. Los. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Auf ihr Wohl. Auf euch. Hilfe, meine Törtchen. Ja, jetzt kannst du gar nicht. Mann, ich bin hier völlig fertig, Leute. Völlig Lecker, fertig. Das Zeug. Kannst du rausholen? Ja. Wisst ihr, wärst du mal hier geblieben, hier hättest du nicht so einen Stress gehabt. Ja, aber magst du hier noch mal ordentlich Pfeffer und Salz reinkloppen? Ja. Der Johann hat gesagt, schön. Die werden wir mal heute ein bisschen ärgern. Kelle? Jetzt mach ich die Dinger erstmal weg hier, ne? Es sieht aus wie im Schlachtfeld. Ja, klar. Es ist hier alles auf dem Ofen und nicht in der Pfanne. Und ich glaube, das wird das erste Mal, Hella, wo wir zwei fertig werden und Johann gar nicht weiß, dass er in der Kochsendung war. Wo hast du denn das lustige kleine Löffelchen? Ah, hier. Ja. Ich habe die Speisestärke. Ich hol schon mal die ersten Reibekuchen hier raus. Speisestärke. Ja, die Speisestärke. Die Speisestärke. Muss ich ja noch reintun. So. Die ist schon lang drinnen. Ach, hast du die reingetan? Ja, ich habe die reingetan. Dann sag mir doch bitte Bescheid. So. Jetzt musst du noch mal. Jetzt machst du als nächstes die Zitronencreme da oben drauf. So, Johann, lass mich mal ganz Eiweiß kurz erklären. So, guck mal da. Was das richtig Wichtigste ist an schönen Reibekuchen. So kenn ich das von meiner Mama her. Wichtig ist bei Reibekuchen, hat man, wenn man die schön geraspelt hat, ausquetscht, damit der Saft und das Kartoffelmehl rauskommt. Das Kartoffelmehl fängt man wieder auf, kommt nachher wieder rein. Ordentlich Eier rein, Salz, Pfeffer und jede Menge Zwiebelchen. Und dann schön in Fett, dass sie schwimmen, ausbacken. Und dann müssen sie sein, ich zeige gleich mal so einen fertigen.
Der muss außen schön knusprig sein, innen drinne schön samtig. Ja. Und der gleich mit Rübenkraut, gebratener Blutwurst, Zwiebelchen, karamellisierten Äpfel. Wie Rübenkraut. Oh. Ich denke Himmel und Erde. Also ich finde persönlich, dass ein guter Reibekuchen wird ein guter Reibekuchen durch einen sehr guten Apfelmus. Kriegst du. Möchtest du das schon mal haben? Danke. Im Moment. Na ja? Ja. Gut. So, ich bin gerade übrigens Karamell am Machen. Siehst du das hier? Für die Äpfelchen. Hast du ordentlich Pfeffer drin? Ja. Gut, noch einmal kurz Deckel drauf, dann kann man die gleich rausholen. Okay. Ich habe Angst vor dem Rausholen, das ist heiß. Ja. Ja. Die Zwiebeln bitte auch nicht anbrennen lassen. Ich mag auch nicht verbrannte Zwiebeln. Das kann man alles auch sehr schön sagen, wenn man die Arme versteckt hat am Rücken. Ja, dann gib mir ein Rührgedöns, oder soll ich hier mit rühren? Ein Rührgedöns, das ist Löffel. Ein Löffel. Ja. Ein Rührgedöns. Johann, hast du schon mal ein Rührgedöns gehört? Ja. Oh. So, also wir braten jetzt hier an die Lammfilets in der Kartoffelkruste im heißen Olivenöl. Guck mal hier schön braun. Ja. Bitte schön, Johann. So. Sehr schön groß braten und dann langsam weiter braten lassen. Hier sind die Artischocken, da geben wir jetzt dazu noch Tomaten, und zwar so eingelegte Tomaten, guck mal hier, schöne, und ein bisschen Brühe. So, Hella, jetzt kannst du die Muscheln da rausholen. Ja, das ist toll. Also gut, mit einem Löffel, mit einem Hebegerät. Mit einem Hebegerät hole ich die Muscheln raus. Darf ich das bei dir ausprobieren? Wo tue ich die dann hin? Darf ich das bei dir ausprobieren? Was ist das? Eischnee. Viel Zucker. Ja. Na, lass da den Mixer reinschlagen. Nehmt das auch nicht da drauf. Den Zucker reinschlagen, ja? Ja. Erstmal hier drauf. Einmal die Muscheln ohne das andere Gedöns. Erstmal die Mupfeln, genau. Okay. So. Kinder. So, die brauche ich gleich erst wieder. Mein Gott, so viele Pfannen habe ich auch noch nie benutzt auf einmal. Soll ich denn das Zeug, was hier bei den Muscheln ist, raus? Das ist kein Zeug, das ist hier Möse. Soll das denn mit draufbleiben, Schatzelein, oder? Nein, da tun wir gleich wieder rein. Hol erst mal ein paar raus. Und dann zeige ich dir, wie wir die weiterhin vorbereiten. Ja, weißt du, wir haben hier sehr kleine Kameramänner. Ja. Das ist schön. Ja. Im Zwergenland. Weißt du, hier hat ja jeder eine Chance auf einen Job. Naja, das wird ein Mainzelmännchen sein, was sich umorientiert hat. Das ist sehr gut möglich hier. So, ich die Äpfelchen. Schön in Karamell mit Rotwein. Ah, Kinder, ich sage euch, du. Die sind alleine schon so lecker. Wenn du zwei gegessen hast, vergisst du, warum du da warst. So viel Wein habe ich da. Soll ich jetzt alle Muscheln rausholen? Und ich habe das ganze Kropfzeug hier mit auf dem Tablett. Das ist egal. Geht doch gar nicht mehr. Noch fester. Noch fester? Ja. Also wir machen jetzt nachher für die Dörtchen eine schöne Eiweißglasur oben drauf zum Überflammen, Abflammen. Und haben die Dörtchen mittlerweile im Tiefkühler. Und hier habe ich die Artischocken mit Zwiebeln und mit den Tomaten und koche so ein Ragout. Ja? Und hier daneben habe ich die Lammfilets, die jetzt langsam gebraten werden in einer Pfanne mit heißem Olivenöl. Werden jetzt noch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Du weiter. Thymian rein. Warten. Ja, das brauche ich doch. Ich habe doch so viel abzumessen. Sehr professionelle Gäste haben den Zettel immer in der Hand, egal was sie gerade tun, um nachzulesen. Weißt du was, Horst? Ja. Ich habe ja gar nicht gewusst, was ich koche. Ah. Das habe ich ja jetzt erst erfahren. Und ich guck nur, was ich da reintun muss. Und weißt du denn jetzt, was du kochst? Nein. Johann? Pass auf, Horst. Ich glaube, du musst dir ein bisschen helfen. Es ist egal. Man muss nicht wissen, was man kocht. Am Ende muss was Gutes dabei rauskommen. Ja, das geht ja bei mir seit Jahren so. Ah, ja. Hot.
Leute, ja. Ich habe hier ziemlich viel Muscheln liegen. Ach so, ich muss dir wieder zeigen, wie es weitergeht. Pass ja, auf. Das wäre schön. Jetzt kommt gleich. Was ich bei dir so mag, ist diese unglaubliche zarte Ader, die du hast. Ja. Man fühlt sich so gut aufgehoben. Pass auf, du brichst oben das Stück Schale ab. Und mit dem Kopfzeug, das darf drin bleiben. Das darf drin bleiben. Dann legst du die schön hier rein. Okay. Eischnee schon mal. So. In den Kühlschrank stellen. Das so. Ist aber doch jetzt heiß. Ja, nee, ist nicht heiß. Warte mal, jetzt geht's noch weiter. Schon mal gerade einen Löffel. Dann nimmst du ein bisschen von deiner selbstgemachten Kräuterbutter. Machst das oben auf die Mupfel. So. So, bleibst du da drauf jetzt. Dann streust du dann nach oben drauf noch ein bisschen Paniermehl. Und wenn du das bei allen Muscheln gemacht hast, dann schiebst du es in den Backofen. Ja, das machst du dann. Ich muss jetzt erst mal sehen, dass ich mich... Du bist echt eine Hilfe. Ja. Ich wusste von Anfang an, es wird auf jeden Fall schön mit dir. Ja, deswegen hast du mich doch auch eingeladen. Ich bin doch hier nicht zum Kochen, wenn ich das nicht kann. Was mache ich denn, wenn hier zum Beispiel so eine Mupfel schon rausgeplumpst ist? Tue ich die dann wieder rein oder esse ich die direkt? Ich esse die mal direkt. Mal gucken, ob dein Sud was kann. Mein Sud? Dein Sud. Du hast das doch gemacht. Sag mal, ist das auch schon eine Muschel oder muss die noch erwachsen werden? Kann die, ist die mit, ja, dann sag es mir. Nee, das ist der Gummi, wo dran die festhing. Kann soll ich die mitbearbeiten? Oh, wie Marie. Magst du Muscheln? Ich mag Muscheln sehr gerne, ja. Ja? Ja, du nicht? Ich auch, aber die magst du auch. Na ja, gut, was soll ich sagen? Ich bin hier zu Gast. Nein, die mag ich schon. Wir haben ja in Köln, ist das ja so fast schon traditionell, dass wir Muschelkneipen haben mit den Monaten, die mit einem R aufhören. Weißt du denn, woher das kommt? Das gibt's ja gar nicht mehr. Weil es keine Kühlschränke gab, oder was? Da hilf mir. Ja, so in etwa. Johann, bitte. Ach, hab ich die richtige Lösung gesagt, oder warum bist du so beleidigt? So in etwa. Hätte ja jetzt auch sagen können, oh, dafür, dass du nicht kochen kannst, hast aber Ahnung von Lebensmitteln. Das hätte ich sagen können, habe ich aber nicht. Können wir die denn nicht im Rhein? Hella, ganz kurz, nur damit es alle zu Hause verstehen. Sie hat hundertprozentig recht gehabt mit ihrer Antwort. Und das macht mich sehr, sehr stolz für einen Menschen, der so viel Liebe Lebensmittel gegenüber hegt wie Sie. Dankeschön. Jetzt abschmecken. Jetzt kannst du deine Dattel rausholen aus dem Tiefkühler. Okay. Ich liebe ja gebratene Blutwurst, ne? Ja, mit der Blutwurst. Magst du nicht? Ich sag ja, der Reibekuchen an sich mit Apfelmus, da kann ich niederknien vor Glück. Blutwurst Baby, brauche ich persönlich nicht. Wo habe ich das hin? Na gut, dann esse ich es ja halt allein. So. Ich mache jetzt einen großen Reibekuchen noch. So, kann man das Wasser hier benutzen, ihr Lieben? Ach, jetzt wird's ja. Das Wasser Leute. Kann man benutzen. Jetzt wird's schön. Aber es kommt natürlich darauf an, wozu du das benutzen willst. Wenn du dich jetzt duschen möchtest, würde es nicht reichen. Ja, das macht Sinn. Oh, jetzt diese von mir selber zubereitete köstliche Kräuterbutter auf die alten Muscheln. Da muss ich die Brille mal abnehmen, weil ich habe ja Fokusprobleme. Mach ich was falsch? Nein, dann machst du zu toll. Viel Butter am Löffel? Ich finde, du machst das ganz, ganz toll. Naja, ich finde es eher mittel. Ich finde es mitteltoll. Ich brauche einen kleinen Löffel zum Portionieren. Einen kleinen Eierlöffel. Ein Eierlöffel? Ja. Ach, das sind noch kleine. Hier sind kleine, ja. Aber kleiner. Da kommt natürlich drauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Ah, ich könnte ja vielleicht das Ende dieses Löffels nehmen. Du bist eine Logistikerin. Nein, ich bin praktisch veranlagt. So. Halt eine Frau. Wir haben jetzt hier diese Tartlette kaltgestellt, ja? Und tun jetzt hier einfach, guck mal, so. Schön so. So schöne Türmchen draufspritzen, komplett. Und dann abflimmern, ja? Ich freue mich auf den Bunsenbrenner. Ja. Ich
Tja, Mary, bisher hast du immer gedacht, die Sendung, das wäre einfach so ein netter Spaziergang, ne? Das habe ich wirklich gedacht, ja. Bis zum heutigen Tag. Komplett vollspritzen, gell? Komplett. Komplett vollspritzen. Ja. Sag mal, Rotte. Ja. Was heißt aber nur hier so, läuft oder? Ja hier schon das Wasser im Mund zusammen. Und wenn wir das dann gleich essen, ja. Löffelt man das dann mit einem Löffel und einer Gabel aus? Oder schlurcht man die, wie man es mit anderen Muscheln auch macht, wenn die so überbacken sind? Man schlurft das, so wie man das mit anderen Muscheln auch macht. Bloß du hast natürlich nicht mehr den Deckel der leeren Muschel, um es zu essen. So. Ja, ich würde einen Löffel nehmen. Ja. Ja, oder eine Gabel. Ja. Sehr wichtig ist übrigens beim Verzehr nachher die harte Schale unten einfach weglassen. Sonst ist die Verdauung am nächsten Tag schlecht, oder was? Ja, auf jeden Fall stimmt der Calciumhaushalt wieder. Übrigens finde ich das wirklich sehr sexy am Muschelessen. Mit dieser anderen Schale, diese Arbeit, das mag ich gerne. Ich finde, das hat was. Mal gucken, wie das aussieht. Oh! Oh! Meine Damen und Herren, jetzt ist Bunsenbrennerzeit. Nee. Hast du das gemacht? Ja. Eigenhändig. Oh, ist das schön. Gell? Du kannst aber schön. Du kannst sowas nicht. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Nur schon her, so. Und jetzt schön. Ach, das möchte ich doch machen. Ja, darfst du. Ich guck mal, das Schöne macht er immer. Ja, ja. Ja. So, schön dann alles das gleich. Das riecht aber komisch. Ja, das brennt ja auch. Brennt da gleich der Tisch durch. Nein. Das sieht aber wirklich sehr schön aus. Du kannst auch willst in der Mitte deinen Namen reinschreiben. Och, nee. Und die Adresse, Telefonnummer. Ja. Für dich, Liebelein. Ja. Du hast meine ja noch nicht. Ich habe deine noch nicht. Magst du mir deine vielleicht in Sahne brennen? Das mache ich. Das mache ich, Liebelein. Ja? Criso. Täubchen. Hol jetzt den Bunsenbrenner, ich will's sehen. Hätten wir nicht diese Kräuterbutter auch in eine Art Trichter stecken können und auch so. Ich habe stimmt. Ja. Wo du das so sagst, das stimmt. Ja, weil ich punche mir hier einen Wolf und so. Gut, aber dass ich mir die Hände gewaschen habe. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil wir können sowieso fast nicht mehr überbacken, weil die Sendung bald vorbei ist. Nee, ist nicht dein Ernst. Dann machen wir halt jetzt nicht alle, dann wird jetzt schnell das in den Ofen gesteckt. Mach das Partisan hier und gut ist. Wir können aber einen Bunsenbrenner nehmen. Johann, da habe ich mal den Bunsenbrenner geliehen. Nein, das ist meiner. Jetzt hier runterdrücken und dann festhalten. Hier ist das Paniermehl, jetzt habe ich Paniermehl. Runterdrücken und? Mach mal eben schnell Paniermehl. Ja, ich mach mal eben schnell Paniermehl. Ja. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Nicht mehr viel. Ja, ich bin nicht so nah dran, was ich gekocht habe, Manno. Das ist in der Sendung eigentlich nicht gewonnen. Gewollt. Ach so. So. Horst, hast du nichts zu tun? Doch, ich muss mein Essen anrichten. Komm, hilf mir doch mal mit dem Bunsenbrenner. Kann man mal kurz zeigen, Zuschauern, das Lammfilet hier? Es ist Bunsenbrennerzeit. Super rosa gebratenes Lammfilet. Oder schwächelt er? Nee, der schwächelt nicht. Du musst nur ganz schnell drüber gehen. Ich weiß jetzt, was das war. Man muss kreisende Bewegungen. Genau, mach kreisende Bewegungen. Kreisende Bewegungen. Mit heißen Dingen kann ich umgehen. So, schön. Ja, die eine Ecke vergessen. Ich die Brille nicht auf hatte. Ich habe gerade das Wasser in diese kochende heiße Pfanne laufen lassen. Ich hätte mir vielleicht doch eine Schürze anziehen sollen. Ja, Hella. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Man will doch den Overall verkaufen. Menno. Das ist, ihr wisst, was das ist. Das ist das Gerhard-Richter-Fenster aus dem Kölner Dom. Genau. Du weißt das, weil du in der Sendung warst. Und da habe ich nämlich noch diese dufte Pointe gemacht. Wenn Chinesen im Kölner Dom sind, dann sagen die das Lichterfenster. Und deswegen ist es eine Hommage an dich. Dankeschön. Ich möchte jetzt nicht meckern. Geht nicht mehr, geht's mehr drin. Bunsenbrennerstreik, Leute, da ist nichts mehr drin. Ah. Der Bunsenbrennerstreik. Ich hab ein Feuerzeug dabei. Bitte schön, das mach ich bitte selbst. Geht nicht, ne? Mit dem Feuerzeug würde es nicht. Nee, das Feuerzeug geht nicht, weil das Feuer brennt nach oben, du brennst nur den Finger ab. So, es ist richtig gesagt. Der Johann für Ausdrücke hat. So. Jetzt kommt der große Moment. Sieht das schön aus, Mary. Bist du auch so eine Weihnachtsbäckerin eigentlich? Manchmal. Backst du lieber oder kochst du lieber? Nee, ich koche lieber. Okay. Hella, magst du den Bunsenbrenner noch mal holen und eine Muschel mit dem Bunsenbrenner machen? Ach komm. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Klar geht das. Die schmeckt doch trocken, oder? Was? Die Muschel? Ich halte mich raus. Nein. Komm her, pass auf. Ob jetzt Hitze von oben aus dem Backofen kommt oder aus dem Bunsenbrenner. Komm, eine Muschel. Guck mal, das sieht aber sehr lecker aus jetzt. Ich finde das Ding toll. Ich wollte immer mal so einen. Nur mal ganz kurz drüber gehen. Kreisende Bewegungen. Ich hatte übrigens noch kein Paniermehl drauf getan. Ne? Ah, das war ein Fehler. Tiefer muss er es halten.
Das musst du tiefer halten. Die springen ja schon aus der Schale vor lauter Hitze. Pass auf, wenn du hier so näher dran gehst, siehst du? Sobald die Temperatur ankommt. Aber die können sich ja auch nicht mehr wehren. Hör mal, Hotte, unter uns Butterfans. Ja. Wäre das nicht leckerer mit Käse überbacken, als mit dem dölligen Paniermehl? Nur unter uns, weil ich kann ja nicht kochen, aber ich kann ja essen. Also, ich glaube, ich wäre sogar eine gute Köchin, wenn ich wüsste, wie es geht, weil ich schmecke gerne. Ich schmecke auch, glaube ich, gut. Ich würde gerne noch einmal das Ergebnis von Mary Rose Ihnen präsentieren, nämlich Ihre soufflierte Zitronentart. Wow! Mit den Heidelbeeren und das Lammfilet. Toll. Ich würde sagen, lass uns hinsetzen, wir können essen. Oh ja, gerne. Ich kann auch essen mit meinem wunderbaren Hellermäuschen. Hör mal, apropos wunderbares Hellermäuschen, ich meinte das nicht doof. Ich wollte dich nur fragen, ist das auch eine Servieralternative, es mit Käse zu überbacken? Das hätte man auch mit Käse überbacken können. So, das wollte ich doch nur wissen. Aber vorher Paniermehl drauf machen. Ja. Weil das wird nämlich dann... Ich glaube, ich werde hier veräppelt, weil ich das nicht kann. Nein, 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 nein. Es würde sich niemand trauen, dich zu veräppeln. Ich bin sehr dankbar über diese Deko. Da haben diese alten Muscheln keinen Platz mehr auf dem Tisch. Wo sitzen wir denn alle? Ach, ja, wir haben extra für Hella gedeckt mit dem schönen... Den Pudel, schönen den Pudel kriege ich, ne? Und das ist der, der früher mit seinem Auto hinten drin war mit der Toilettenrolle. Guck mal. Ja. Ja, übrigens, die Tourettenrolle hat Johann heute noch im Auto. Darf ich hier sitzen oder sitzen? Ich da okay. Da sitze ich. Ja. Hella, mein Schatz. Wie muss ich jetzt auch noch Rotwein trinken? Magst du mir etwas versprechen? Was denn, Schatz? Dass es nicht noch mal 5 Jahre dauert, bis ich dich hier begrüßen darf. Oh, ich kann doch nicht kommen. Ja. Aber nur, wenn ich mit der Mary hier sein darf. Abgesprochen, dann ist, dann läuft das Ding. Mary, dann kommst du aber bei Johann. Oh Gott, das ist mir, glaube ich. Ja, das ist ja das. Naja, mal doch, das sehen. Ist toll. Ist er denn ein guter Lehrer? Ja, das ist ganz toll. Ich meine, da lernst du was. Ja, glaube ich. Bevor das jetzt. Also. Liebe Zuschauer, bevor jetzt. Ich mag so harmonische Sendungen. Und ich möchte jetzt einfach sagen. Bis zur nächsten Laferlichter Leckersendung. Vielleicht bin ich dann auch wieder dabei. Ich möchte gerne noch sagen, liebe Mary, du darfst auch gerne zum dritten Mal kommen. Du warst großartig. Zum Wohl. Schön, danke schön. Klingt alles.